Hey Leute, das Lied passt perfekt zu meinem Thema jetzt. Merkt euch das, Leute. Ich rede jetzt gleich mit euch über das Thema, über was ich schon seit Wochen, Tagen, schon seit einer langen Zeit reden wollte. Bis gleich. Merkt euch. Du bist perfekt, so wie du bist. Hey Leute, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich möchte jetzt über ein Thema reden, was ich schon länger angekündigt habe, weil eben doch viele meiner Follower damit leider Erfahrung machen mussten und vielleicht auch damit noch Erfahrung gemacht haben, beziehungsweise vielleicht noch damit Erfahrung machen, aktuell oder bei der Arbeit. Und generell ist es es ist leider nicht nur in der Schule und im Kindergarten so, eher in der Schulzeit und als Teenager, dass man gemobbt wird, leider auch bei der Arbeit. Und ich möchte darüber jetzt reden, ich möchte sagen, was mir passiert ist, also wie ich mich dabei gefühlt habe, weil viele denken so, ja, die ist ja voll selbstbewusst, ihr ist es egal, was andere denken. Und ich bin schon ein selbstbewusster Mensch, ja, sehr selbstbewusst bin ich eigentlich auch. Aber es gibt Situationen, wo ich auch schüchtern bin oder nicht selbstbewusst oder an mir zweifle. Wenn man älter wird, dann lernt man, selbstbewusster zu werden, mehr an sich zu glauben und nicht so viel an sich zu zweifeln. Aber natürlich hat man auch manchmal Gedanken, bin ich gut genug? Ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Diese Gedanken habe ich besonders bei Männern. Nicht immer, das hatte ich nur bei gewissen Personen. Ich nenne jetzt keine Namen, wo einfach ich an mir gezweifelt habe. Was hat sie, was ich nicht habe? Warum bin ich nicht gut genug für ihn und so? Also was ich euch letztendlich sagen möchte, ist, ich möchte über das Thema eben Mobbing reden, wie ihr schon gehört habt. Es gibt eben Mobbing körperlich und es gibt seelisches Mobbing. Es ist beides sehr, sehr schlimm. Bei mir war es mehr seelisch. Körperlich eher wenig, aber da kann ich auch was nochmal drüber sagen. Auf jeden Fall war das in meiner Schulzeit, das hat im Kindergarten eigentlich schon angefangen, wo eine Kindergarten, so schlimm war es noch nicht, aber in der Grundschule, dann hat es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, es ist nichts, was ich jetzt aus meinem Leben verdrängen kann. Es ist aber auch nichts, wo ich sage, es war fürchterlich. Also es war für mich, es war für die Seele schlimm, natürlich. Aber ich hatte meine Familie, die hinter mir gestanden ist. Und es war einfach so, ich bin gerne zur Schule gegangen, trotz dessen, dass ich gemobbt wurde und trotz dessen, dass ich ausgegrenzt wurde. Und ich werde jetzt gleich noch mehr zum Thema sagen. Sorry, ich habe mir nichts... Also, ich habe jetzt gewartet, bis die Story hochlädt, damit ich weitererzählen kann. Ich habe mir überhaupt nichts vorbereitet. Ich dachte, ich rede jetzt einfach danach, worüber ich halt reden möchte, was mir passiert ist, wie ich mich dabei gefühlt habe und so. Ich fange einfach jetzt mal an. Es war so eben, wie ich schon gesagt habe, eine Mitschülerin hat im Kindergarten, wieso sage ich immer Kindergarten? Also es kam mir vor wie Kindergarten, das ist schon eine Weile her, ne? Also in der Grundschule, 4. Klasse war das, genau.
Da hat sie schon zu meiner Lehrerin damals gesagt, Grundschullehrerin, oh, die Christina, die redet aber so viel und dass ihr nicht gefällt, dass ich so viel rede und das nervt sie und das stört sie. Und ich war schon so, wie ich schon immer gewesen bin. Ich rede gern viel, ich bin ehrlich, ich sag immer, was ich denke. Ich ziehe das an, worauf ich Lust habe. Ich schminke mich, wie ich möchte. Ich bin mein eigener Mensch. Ich tue das, wonach mir ist. Und das war auch schon in der Schulzeit so. Das hat nicht immer jedem gepasst. Und letztendlich, es hat mich eigentlich nur da stärker gemacht, dass ich ausgegrenzt wurde in der Schulzeit. Gerade in der Realschule. Ich hatte zwar ein paar Freundinnen, ja, aber meine Klassenkameradinnen waren nicht gerade nett zu mir. Die haben oft mich auf den Arm genommen, so auf nett getan, aber hinterm Rücken über mich geredet. Auch so, als ich noch jünger gewesen bin, mein Mäppchen wurde geklaut, mein Mäppchen wurde versteckt. Also dieses Art Mobbing, wo auch nicht schön ist, auch wenn es jetzt nicht so schlimm ist, sag ich mal, wie jetzt irgendwie Zigarettenstümmel ausdrücken oder solche schlimmen Sachen, die richtig schlimme körperliche Gewalt betreffen. Aber seelische Gewalt ist halt auch nicht schön. Und wenn man Dinge einem wegnimmt und man ist noch so jung und man versteht es einfach nicht. Warum wird man denn nicht von den Leuten gemocht? Warum wird man nicht so akzeptiert, wie man ist? Immer muss man sich beweisen, behaupten. Also es war wirklich nicht einfach und ich wurde immer ausgegrenzt. Und ich bin super gern zur Schule gegangen, weil ich auch immer wieder in einen anderen Jungen verliebt gewesen bin damals. Aber trotzdem, es war echt nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach, jetzt darüber zu reden, weil es hat mir einfach schon in der Seele sehr weh getan, dass ich so behandelt wurde, weil ich habe niemandem was getan. Ich war halt nur, wie ich bin und die haben sich halt ein Opfer gesucht oder mussten die einfach auf mir rumhacken beziehungsweise mich ausgrenzen. Ich habe mich total nicht dazugehörig gefühlt, die ganze Realschulzeit nicht. Das Schlimmste, was mir passiert ist, es war alles schlimm, wie gesagt. Das Seelische war ja auch nicht sehr angenehm, also es war fürchterlich. Ich habe mich echt nicht gut gefühlt, da ich ging trotzdem gern